Hallo, mein Name ist Alexander Ponkratz. Ich bin bei der Stadtverwaltung in Kaiserslautern angestellt und bin dort Integrationsbeauftragte. Im Laufe meiner Tätigkeit hatte ich schon viele Berührungspunkte und Projekte mit der Freiwilligenagentur, aber zu keiner Zeit war das Thema Ehrenamt so wichtig und so omnipräsent wie zu der Zeit der hohen Zuwanderungszahlen geflüchteter Menschen nach Deutschland. Ja, es war natürlich toll zu sehen, wie viele Menschen sich bereit erklärt haben zu helfen, aber Ehrenamt, was dann angeboten, aber nicht abgeholt werden kann und nicht organisiert werden kann, das verliert man dann womöglich auch für immer. Und so waren wir sehr froh, dass wir mit der FA einen so langjährig erfahrenen Partner zur Seite hatten, der mit seinem Netzwerk helfen konnte und mit seiner Erfahrung die richtigen Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Und gerade auch im Verhältnis zu anderen Kommunen konnte ich lernen, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass man eine FA hat, schon gar nicht 20 Jahre lang. Und so wünsche ich mir, dass es 20 Jahre und weit darüber hinaus auch für die Zukunft diese Freiwilligenagentur als Drehscheibe und als Börse der Möglichkeiten geben wird, um die Bedarfe und Angebote zueinander zu führen und den Menschen den Spaß, der auch Ehrenamt eben geben kann, weiterhelfen kann, zu vermitteln. Ja, alles Gute, FA.